Ich bin Jana, 20 Jahre alt und gehe im Saarland auf die Uni. Und als Studentin ist das Internet gar nicht mal mehr aus meinem Leben wegzudenken. Mein Name ist Becker Wolfgang, 31/10/58, Wohnort Oberwürzbach. Wolfgangs Medienwelt, Fernsehen, Radio, kein Internet. Damit ist er nicht allein. 20% der über 65-Jährigen in Deutschland sind sogenannte Offliner. Seit wenigen Wochen besitzt Wolfgang jetzt ein Smartphone. Das Internet bleibt aber weiterhin ein großes Fragezeichen für ihn. Medientausch. Kein Internet mehr für Diana, nur noch ein Handy zum Telefonieren. Und Wolfgang? Der darf nur sein Smartphone nutzen. Eine Stunde Zeit für die Aufgabe. Suche ein Hotel auf Mallorca für eine Person im Einzelzimmer. Ohne Flug. Vom 9. bis 16. Januar 2023. Der Preis soll unter 500 Euro sein. Nicht euer Ernst. Tja. Wie soll ich ein Hotel auf Mallorca finden? Schafft es Diana, die sonst alles über das Internet erledigt, in nur einer Stunde auf analogem Weg ihr Hotel zu buchen? Und wie schlägt sich der digitale Neuling Wolfgang, der noch nie eine Reise online gebucht hat? Kriegt das hin? Haben wir einen Katalog oder sowas da? Da steht doch auch sowas immer drin, oder etwa nicht? Hast du ein Hotel auf Mallorca, das ich buchen kann? Tatsächlich leider nicht. Jetzt das ideale Hotel finden. 4 Sterne, 3 Sterne. Top-Angebote Hotels. Gehen wir mal da drauf. Wisst ihr, wo ein Reisebüro hier ist? Ja, direkt bei dem Dönerladen. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Ich glaube auch an mich. Geht gar nichts. Da ist ein Reisebüro. Es ist zu. Urlaub buchen vom 9. bis zum 16. Januar. Okay. 06. Ja, hallo. Ich habe eine kleine Frage. Und zwar suche ich ein Hotel auf Mallorca für unter 500 Euro, der gesamte Preis. Ich habe ein Hotel gefunden in Mallorca. Unter 500 Euro, Halbpension. Aufgabe erledigt, auch ohne Internet. Und Dianas Fazit? Zum einen, glaube ich, kann ich den Leuten früher großen Respekt zuschreiben, dass sie das alles einfach ohne Smartphones hinbekommen haben. Da sah das Leben wohl doch noch mal ganz anders aus. Aber auch für die Zukunft, dass ich nicht alles nur mit meinem Smartphone hinkriege, dass ich auch wirklich auf meinen eigenen Verstand zählen kann oder auf das, was halt ja, mir an anderen Mitteln geboten wird. Wolfgang hat die Aufgabe nicht geschafft. Ich stehe jetzt auf einer Seite vom Handy und komme nicht mehr weiter. Da muss ich aber noch ein bisschen dran arbeiten, bis ich das Handy da im Griff habe. Und damit ist noch nicht Schluss. Wolfgangs Interesse für das Internet ist geweckt. Er probiert es weiter, bis die nächste Reise online gebucht ist.